32 Grad blauer Himmel über den Dächern von München. Hier treffen sich heute zum DLD Opening Lunch viele verschiedene Frauen aus der ganzen Welt. Geladen haben keine geringeren als Mitgründerin Steffi Czerny, McKinsey-Partnerin Solveig Hieronymos sowie Ärztin und Schauspielerin Maria Furtwängler. Nicht nur ihre Motivation, sondern auch ihr Ziel ist klar. Wir wollen damit nicht sagen, die Zukunft muss jetzt ausschließlich weiblich sein. Wir wollen überhaupt keine Exklusion und wir wollen nicht das Narrativ der Jungs weiterführen, sondern wir glauben, dass die Probleme und die Herausforderungen der Zukunft so groß sind, dass wir die, wenn überhaupt, nur zusammen gelöst kriegen. Und ich glaube, es gibt ein Bild von gestern, es gibt die Frauen von heute und es gibt ein neues Gesicht, ein Leadership, was wir für morgen propagieren wollen. Und dafür ist dieses Bild sozusagen, was wir heute herstellen, eine Ermutigung. Auch Beraterin und McKinsey-Partnerin Solveig Hieronymos ist vor allem die Sichtbarkeit und Gleichberechtigung der Frauen wichtig. Vor allem, wenn es um die Führungsebene geht. Ja, also es hat sich sicher was getan, wahrscheinlich eher im Bewusstsein als schon in den wirklichen Zahlen, wenn man sich es genau anguckt. Gestern kam der Albright-Bericht wieder raus mit den Anteilen Frauen in Vorständen. Es hat sich in Sicherheit mehr getan, als es vor 5 Jahren der Fall war, aber wir sind einfach auch noch lange nicht da. 14% in den DAX-Vorständen weiblich ist mit Sicherheit nicht, wo wir sein möchten, wenn man sich insbesondere zum Beispiel auch so einen Raum anguckt und sagt, es gibt viele sehr impressive Leaders. Wir haben nach wie vor eine weibliche CEO im DAX 40. Eine von 40, jetzt zwei ab 1.7. Also ganz oben ist mit Sicherheit noch nicht angekommen. Es gab viele Appointments von Frauen auch in den letzten Jahren. Oft natürlich in irgendwelchen Functions und nicht in Businesses. Also oft CHROs, manchmal CFOs. Also wir würden uns mehr wünschen, noch einfach Frauen, die auch die Businesses leiten. Und ja, natürlich ultimativ Parität auch auf der CEO-Ebene. Mehr Frauen auf CEO-Ebene. Mit ihrem Netzwerk-Event scheinen die drei Gastgeberinnen den Nerv der Zeit zu treffen und dieses Vorhaben weiter voranzutreiben. Gab es vor 10 Jahren noch den gesonderten DLD Women, sagt Gründerin Steffi Czerny, dass es diesen heute nicht mehr braucht. Das DLD Women war wichtig vor 10 Jahren, einfach um Frauen mehr Sichtbarkeit in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft zu geben, also handelnden Frauen. Inzwischen muss es normal sein. Deswegen haben wir den DLD Woman in den großen DLD eingegliedert. Brauchen keine extra DLD Woman. Das ist der eine Punkt. Für uns ist der Gedanke der Community extrem wichtig. Wir müssen uns gemeinsam entwickeln, entlang der neuen Herausforderungen. Und deswegen machen wir immer wieder Community-Events, wie zum Beispiel ein Climate Hike, Green Hike haben wir es genannt. Oder wie Abendessen mit den unterschiedlichsten Leuten. Wir lieben diesen Spruch, connect the unexpected. Und das bringt auch viel, weil heutzutage entwickelt sich die Welt ja nicht linear, sondern multipolar. Und wir müssen die unterschiedlichsten Strömungen, die in der Gesellschaft aktiv sind und die Gesellschaft prägen, entlang der neuen Herausforderungen, entlang der neuen Technologien, entlang der neuen Managementprinzipien, die müssen wir zusammenbringen. Solveig Hieronymos hat den Ladies Lunch in München zusammen mit Maria Furtwängler und DLD-Gründerin Steffi Czerny organisiert. Wie war die Zusammenarbeit dieser drei Powerfrauen? Auch energetisch chaotisch, würde ich es beschreiben. Wir sind befreundet, wir haben alle drei dieses Thema als wichtig empfunden. Wir hatten die ähnliche Reaktion auf dieses Bild und haben gesagt, das geht so nicht, das müssen wir irgendwie gemeinsam besser machen. Wir haben sehr komplementäre Netzwerke, wir haben aber auch sehr komplementäre Blickwinkel auf die unterschiedlichen Themen und dachten eigentlich, dass es zusammen sehr schön ist, das so zu machen. Und jetzt auch was rausgekommen ist in Summe, die Damen, die kommen und auch hoffentlich was draus wird in Zukunft. Ich glaube, alleine Frauen auch nicht, ist auch nicht die richtige Richtung. Wir wollen gerne im Herbst nochmal was machen, dann auch so mit Good Male CEOs, Women CEOs, einfach alle zusammen. Also es ist ein Aufschlag für einfach eine veränderte Form von Leadership, die wir hoffentlich gemeinsam gestalten wollen.